Hi Leute, willkommen zu einem neuen Leben in Ungarn Video. Heute habe ich ein bisschen im Garten herumgetan. Ich habe Ribiseln und Himbeeren gepflanzt. Mal sehen, ob das was wird. Im letzten Jahr habe ich einen Birnbaum gepflanzt. Es ist ziemlich windig. Den ganzen Tag war es ja, so windig. Und ja, ich zeige mal, was ich schon alles gepflanzt habe hier im Garten. So, hier, das ist der Birnbaum, den ich letztes Jahr gepflanzt habe. Birnen waren noch keine drauf. Und das ist, was ich heute gepflanzt habe. Also hier, das sind Ribiseln. Ich hoffe, dass wir da schon heuer etwas ernten können davon. Und hier sind Himbeeren, ich glaube Himbeeren sind das, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das auch 1,5 Meter hoch, beides. Ja, und letztes Jahr habe ich hier dann schon ein paar Sträucher gepflanzt. Aber eines ist davon erfroren. Aber auf jeden Fall, ja, wenn man sich günstig ein Haus kauft in Ungarn, da kann man das selber dann so verschönern, wie man es haben möchte. Ich habe hier auch heute schon diesen Zaun, schaut aus wie ein Zaun, ist aber für die Weinstöcke, die wir hier haben, damit die dann da entlang laufen bzw. entlang wachsen können. Und ja, die alte Konstruktion, was hier war, war ziemlich verfault und da habe ich das heute ausgetauscht und ja, es geht darüber. Also einiges gemacht. Im letzten Jahr haben wir hier auch Erdbeeren gehabt, aber ja, die Vögel haben alles zusammengefressen und ja, das war es auch schon. Ja, aber wie gesagt, wenn man sich ein Haus günstig in Ungarn kauft, kann man das dann so herrichten, wie man es möchte. Und ja, bei uns ist noch viel Arbeit. Also Dach müssen wir noch erneuern. Innen ist jetzt alles fertig. Jetzt kommt dann langsam die Außenarbeit. Also Dach muss erneuert werden. Vollwärmeschutz muss drauf. Und ja, am Dach weiß ich noch nicht, ob ich das selber mache. Da kenne ich mich nicht so besonders aus. Aber Vollwärmeschutz, das kann ich selber machen. Das habe ich eh auch gemacht. Also vor Vollwärmeschutz habe ich gearbeitet. Das ist kein Problem. Ja, sonst haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zwetschgenbäume, einen doppelgeimpften Apfelbaum, also da wachsen zwei verschiedene Sorten Äpfel drauf. Dann haben wir Kirschen und zwei Nussbäume. Also hier ein kleines und ein größeres. Dort steht ein hinten noch so ein ziemlich verrotteter Baum, den müssen wir noch umschneiden. Beziehungsweise dort habe ich vor, dass ich den Baum oben abschneide und dann für die Vögel ein Häuschen drauf montiere. Ja, mal sehen. Weintrauben haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stöcke und das sind verschiedene Sorten. Ja, und jetzt sind noch Ribiseln und Himbeeren dazugekommen. So, das war's wieder einmal. Leben in Ungarn Video. Ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.